Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich mal Crêpes machen. Ich habe sie schon mal gemacht, aber nur mit Backpulver. Heute will ich sie mit Hefeteig machen. Schmecken auch ganz wunderbar. Dafür brauchen wir Mehl. Ich habe jetzt erstmal 500 Gramm genommen, aber vielleicht brauche ich etwas Mehl, etwas mehr. Man muss erstmal ein Gefühl kriegen, wie viel. Dann nehme ich 250 ml Kefir hier. Man kann auch Buttermilch nehmen. Ich nehme am besten immer Kefir. Ein Ei. Dann nehme ich einen Löffel ganz normale Schmand, 24%. Etwas Salz und etwas Zucker. Und so ein Hefeteig. Der gelingt am besten, braucht keine Gehzeit. Und das reicht für ungefähr 400 Gramm Mehl. Dieses Päckchen. Also ich mache erstmal den Teig. So, ich tue erstmal das Ei hier reinschlagen. Dann kommt direkt der Kefir rein. Also am besten, wenn man natürlich den Kefir auf Zimmertemperatur macht, nicht direkt aus dem Kühlschrank nehmen. Ich habe ihn vorher, eine Stunde vorher rausgestellt. Ich nehme jetzt hier nur einen Löffel von dem Schmand. Dann kommt ein bisschen Salz rein. Nur eine Prise. Auch etwas Zucker rein. Jetzt tue ich erstmal ein bisschen Mehl rein und diesen Hefeteig-Garant. Ich rühre erstmal das bisschen alles so glatt und dann tue ich noch Teig machen. So, jetzt tue ich noch das Mehl rein und mache einen Teig davon. Wir mal sehen, ob mir das reicht. Nur diese Menge reicht aus. Ich werde ihn jetzt hier auf den Tisch ein bisschen weiter verarbeiten und kneten. Ich habe jetzt den Teig ein bisschen durchgeknetet. Jetzt werde ich ihn hier so ein bisschen, so ungefähr, ist gut. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen ruhen, so für ungefähr 10-15 Minuten. Die Gehzeit ist hier nicht erforderlich. Aber ist trotzdem besser, wenn der Teig ein bisschen liegt. So, der Teig hat sich jetzt ausgeruht, der hat sich jetzt ein bisschen verdoppelt. Jetzt werde ich ihn schön ausrollen. Ich habe ihn jetzt schön ausgerollt. Jetzt schneide ich so in Stücke. Ich nehme jetzt mal so ein Tuch und lege sie alle hier rein rauf. Besser so. Ungefähr so muss die Dicke sein. So, ich habe jetzt sie alle in so Stücke geschnitten. Jetzt werde ich mir so einen Schnitt machen. Jetzt werde ich die Crêpes einfach so ein bisschen formen. Ein Ende durch das andere ziehen, so und so umdrehen, fertig. So, ich habe jetzt sie alle so ein bisschen in Form gebracht. Jetzt werde ich sie ausbraten.
So, ich werde jetzt die Kräplike ausbraten. Ich habe jetzt mir schon in der Pfanne Öl heiß gemacht. Ich habe jetzt hier fast ganzer Liter genommen. Habe es schon heiß gemacht. Jetzt werde ich aber die Stufe etwas niedriger machen, weil sie müssen schon scharf angebraten werden, aber auch nicht zu scharf, damit der Teig auch innen gar wird. Also von jeder Seite so ungefähr eine Minute. Ich werde sie jetzt reinlegen. Die werden direkt schon auch braun. Und so weiter alles ausbraten. So, da kommt die nächsten rein. So, da sind sie schon auch fertig. Wie ihr seht, man braucht gar nicht so lange. Eine Minute, glaube ich, so ungefähr von jeder Seite. So, ich habe jetzt die letzten, hole ich jetzt raus, noch von der anderen Seite anbraten. Da bin ich auch fertig mit dem Ausbraten. Es geht eigentlich relativ schnell. Ich habe jetzt ungefähr 10 Minuten gebraucht für die Menge hier zum Ausbraten. Ich schalte schon mal den Herd aus. Ich hole sie jetzt raus. So, ich werde sie jetzt noch ein bisschen mit Zucker bestreuen. So, wer das nicht will, braucht das nicht zu machen. Meine Kräpple sind jetzt soweit fertig. Ich habe sie diesmal mit Hefeteig gemacht, gehen auch relativ schnell und sind gern gesehen auf unserem Tisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man kann sie essen mit Marmelade, mit Schmand, auch pur, so wie jeder möchte. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.